Der Jäger, Teil 2 von 3. Zuvor. Kira ist zum Jagen in den Wald gegangen, um Essen für ihre Familie zu finden. Als sie gerade ein Reh erschießen wollte, fing es plötzlich an zu reden und hat sie gebeten, es am Leben zu lassen. Obwohl sie das Essen braucht, würde sie sich sehr schuldig fühlen, wenn sie das Reh töten würde. Ich lasse dich leben. Danke. Viel Glück. Kira sieht zu, wie das Reh tief in den Wald rennt. Sie dreht sich mit dem Pfeil und Bogen in der Hand um zurück zu ihrer Hütte zu gehen. Sie weiß, dass ihre Schwestern wütend sein werden, wenn sie ohne Abendessen nach Hause kommt. Mit müden und schmerzenden Beinen erreicht Kira schließlich die Hütte ihrer Familie. Ihre zwei Schwestern, Katharina und Mila, starren sie von der Eingangstreppe aus an. Wo ist das Abendessen? Sag mir nicht, du hast nichts gefangen. Es gab nichts zu fangen.
Was sollen wir jetzt essen? Ich habe so einen Hunger. Wir müssen Beeren sammeln, oder? Ich habe Beeren satt. Wir haben seit Tagen nur Beeren gegessen und es sind keine mehr übrig. Es tut mir leid. Geh wieder nach draußen. Was? Komm nicht nach Hause, bis du etwas zu essen für uns gefunden hast. Aber es ist kalt und ich bin müde und es gibt nichts, Katharina. Du bist nutzlos und... Das Geräusch eines brechenden Zweigs unterbricht sie. Schau, Kira! Hinter dir! Kira dreht sich um und sieht das Reh aus dem Wald laufen. Es ist dasselbe Reh, das mit ihr gesprochen hat. Das Reh schaut Kira nicht an, weil es ihre beiden Schwestern anstarrt. Töte es, Kira! Tu es jetzt! Nein! Kira schüttelt mit ihrem Kopf und läuft einen Schritt auf das Reh zu.
Was machst du hier? Wenn du es nicht tust, tu ich es. Nein, ich kann dieses Reh nicht töten. Nach diesen Worten rennt Katharina in das Haus und kommt mit zwei Messern zurück. Sie gibt Mila eins und sie gehen beide auf das Reh zu. Nein, tötet ihn nicht. Sei still. Geh einfach ins Haus, wenn du uns nicht hilfst. Katharina hält das Messer über ihrem Kopf. Mila tut dasselbe. Sie nähern sich dem Reh.